Söhne Lothars, da vorne ist die Chaosbrut. Folgt mir in den Kampf! Elfen? Edle? Alles muss man selber machen. Ja, da hat mich doch glatt meine magische Zeittafel im Stiche gelassen in der letzten Runde. Ihr habt eine noch ebenso lange, super lange Depesche bekommen wie in Folge 11. Gucken wir mal, was wir in Folge 13 vielleicht ein bisschen kompakter machen können. Hier die aktuelle Lage zu Beginn, nein, zum Ende von Runde 36. Ich habe noch nicht weitergeschaltet, das Rad der Zeit. Und mehr sieht man, wenn man sich die Gesinnung anschaut. Da sehen wir nämlich unsere Feinde. Und wir sehen, wie unsere Feinde schwächer werden, aber hier leider etwas vorrücken. Und wie gesagt, was Krake hier oben möchte, wahrscheinlich hat in die Nähe zu den Norsk-Barbaren endgültig das Elfenhirn zermanscht. Warum die uns den Krieg erklären? Unfassbar. Ja, und wie gesagt, ich möchte es Avelon bald in die Arme an meinen Busen drücken. Auch wenn der Busen hart gepanzert ist. Es ist natürlich figurativ gemeint. Und ihr seht auch, dass alle Feinde ihre Rituale jetzt laufen haben. Die Echsen waren die letzten. Das gefällt mir alles sehr gut. Wir belagern. Wir schützen. Wir schützen. Hier wird es unter Umständen spannend. Ich möchte mir das Geld aber aufheben, bevor ich nicht weiß, was genau passiert. Wobei, was kostet das genau? 1000, das ist natürlich schon verlockend, um Walls Embers nicht zu vergessen. Aber nein, lieber in einer Runde und wir wissen, was Sache ist. Jetzt kommt die vielleicht spannendste Runde. Hier bestätige ich nochmal, dass ich belagern möchte. Und Sikariel darf die inspirierende Gegenwart erlernen. Und es geht los mit Runde 13. Habe ich irgendetwas übersehen? Ich hoffe nicht. Also es könnte sein, dass er jetzt Lothar angreift, aber Lothar ist stark. Und wir sind stark und schön und hochgewachsen. Und wenn ihr aus irgendwelchen Gründen zum ersten Mal dieses Let's Play anguckt, ihr könnt hier interaktiv teilnehmen. Das ist zwar schon die Runde 13, aber es hilft ja nichts. Ihr müsst halt noch 12 Folgen angucken. Und ihr dürft an Abstimmungen teilhaben. Und zwar am Elfenhof, wenn ihr spendet. Und wenn ihr nicht spendet, dürft ihr es kostenlos angucken wie jedes Let's Play. Fairer Deal, oder? Und hier bin ich ja echt versucht, jetzt einfach, Moment, schnell mal noch die Banner verteilen, das hilft in jedem Fall. Wie ihr seht, sind die Nachrüstungen noch nicht vor Ort. Doch, die sind vor Ort, ich rede Unfug. So. Die waren ja schon, als ich die Belagerung begonnen habe. Und jetzt zeige ich euch mal, wie man als Verteidiger in einer Schlacht den Gegner massakriert. Das einzige Gefährliche ist ein Phönix, der kommt drüber. Er muss auch irgendwie was haben, um das Tor kaputt zu machen. Ach nee, er ist ja ein er fällt aus. Das ist genau das Szenario, das ich meinte. Ich bin gerade verwirrt gewesen. Ich dachte, ich würde verteidigen. Die kurze Ohren- und Anklebpause hat doch wieder mich etwas draus gebracht. Aber umso besser. Feldschlacht wird das dann richtig. Und danach sind sie reif, gepflückt zu werden von mir. Besser könnte es nicht laufen, sagt des Sieges übersicher der Elfenkönig. Langsam glaube ich ja wirklich, dass die alle aus dem Klonlabor der kleinen Gnome im Nordwald kommen.
aber ist halt so. Und hat es irgendwie was zu sagen, dass ich ausschließlich gegen weibliche Feldherren kämpfe in meiner bruchstückhaften Erinnerung? Also ich und meine Generäle natürlich. Hier haben wir jetzt den Fall, das ist die Garnison, die ist weit entfernt. Wenn die eine schlechte Aufstellung erwischen, nee, leider nicht, könnte ich die sowas von eindosen. Das ist kein gutes Terrain, oder doch, doch. Als Angreifer greifen die an. Es klingt jetzt logisch, aber als Verteidiger schaffen sie es teilweise auch wirklich, sich zu verteidigen. Es ist immer schlechter, anrennen zu müssen. In diesem Fall spare ich mir irgendwelche Scherze, weil sie sind sofort hier und lasse sie hier in ihr Verderben laufen. Und zwar, wo ist denn das Feld zu Ende? Das sehe ich jetzt dummer, aber hier. Ja, das ist hier ein bisschen knapp, aber trotzdem ist das natürlich eine fantastische Flanke, wo mir nichts passieren kann. Darum werde ich mich hier hinbegeben. Das wird eine langweilige Verteidigungsschlacht. Also die kommen dann hier hin, laufen praktisch hier hoch. Obwohl, hier ist noch besser, hier ist noch besser. Hier ist noch besser. Warum ist hier noch besser? Weil ich es sage und weil ich hier oben noch runterschießen kann und hier überhaupt kein Angriff erfolgen kann. Das ist noch besser. Oder? Gucken wir mal kurz aufs Terrain. Wo ist es höher? Weil umso höher, desto besser. Ja, hier geht es höher rauf. Der Anmarschweg ist tendenziell länger. Nee, insgesamt gefällt mir die Seite besser. Okay. Also. Den kann ich ja. Und da kann ich quasi. Also noch besser kann ich quasi schon hier sie positionieren. Genau. Vor allem für Bogenschützen ist das lustig. Wenn die dann so richtig schön da runterballern. Darum. Bogenschützen auch in den Wald. Ah, da klappt es nicht ganz so schön. Wer ist nichts? Der hier wird nicht verdeckt. Okay. Da würde ich mir mal eine Mod wünschen oder eine Programmverbesserung, wo man einfach die Einheiten möglichst in Wälder platziert bekommt. So in den ins nächstgelegene Waldstück, das wäre echt eine Hilfe. Weil das ist ja so ein bisschen Beschäftigungstherapie, die ich eigentlich auch euch nicht zumuten möchte. Naja, da ist halt eine sichtbar. What shells? It's all for the cat anyway. Das war kein Englisch. Optimal ist nicht, aber bevor wir uns da jetzt Jahre aufhalten, vielleicht bin ich zu zuversichtlich, aber ich denke, das müssten wir eigentlich gut überstehen. Es wird halt der Phönix reinknallen, aber auch Phönixe knallen nur so viel sie können. Genau, und wie ihr seht, ich habe jetzt erstmal die Bogenschützen von. Ich muss dann natürlich rechtzeitig die müssen die sich dann zurückziehen, das machen sie aber eigentlich automatisch und dann kann ich sie, ist genug Abstand zum Kartenrand einfangen, bevor sie Unsinn machen oder fliehen oder sowas. Ja, das sieht ganz gut aus, der hat vielleicht noch eine Idee nach vorne. Gut, das reicht doch schon, oder? Rest lassen wir. Jetzt ist die Frage, kann der, wenn ich ihn hier hinstelle, noch da hoch? Sieht so aus. Und da ist er echt geschützt und kann aufs halbe Schlachtfeld ballern. Ja, gefällt mir gut. Klar, kann sein, dass er da nicht hinkommt, aber hier überall. Und da ist er geschützt. Ich habe so ein gewisses Trauma mit der Adlerklaue. Oder wenn ich sie hier hinschieße. Hinschieße? Was rede ich denn da? Wenn ich sie hier hinstelle. Ja, noch besser. Da ist er eigentlich geschützt, kann überall hin. Wunderbar. So, jetzt bin ich ja immer für kleine Überraschungen zu haben. Und warum nicht eine solche kleine Überraschung mit meinen also die dürfen auch noch in eine Gruppe, mit meinen Seegardisten machen.
ich die zum Beispiel hier hinstelle, falls sie mich flankieren wollen. Die armen Narren, achso, das sehen sie mich natürlich schon. Hm. Na, da habe ich jetzt leider keine Chancen. Dann setze ich die einfach hier zurück ein bisschen, dass sie nicht gleich beschossen werden. So, und dann bleibt noch meine doch nicht unmächtige Reitertruppe, die ich aber nicht versteckt bekomme, dummerweise. Sie dürfte ich als Vorhut aufstellen, aber hier ist ja nichts. Also für Versteckerles ist das hier nicht die beste Karte. Oh. Dann muss ich ihm halt, obwohl eigentlich, ich muss gar nichts. Ich stelle die hier hinten ein, aber dann werden sie beschossen. Na, ich stelle sie hier und ziehe sie ins Wäldchen zurück und hoffe, dass die KI vergisst, dass sie da ist. Ich weiß nicht, ob das klappt, aber es kann klappen. Gut, dann sind alle platziert, fast alle. Dann schauen wir mal, was er anbringt. Ich mache mir wenig Sorgen. Sagte ich das schon? Ah, das ist natürlich auch eine schöne Stelle hier. Hm, ne, machen wir so. Gut. Also, was haben wir gesagt? Die hier jetzt gleich mal ein bisschen nach hinten. Die hier, doch nur das Wäldchen hier. Ja, nicht sehr großes Wäldchen. Oh, die Grenzreiter, die passen doch rein. Und die dürfen hier noch sich verstecken. Ich weiß nicht, ob sie... das noch gilt, die hier. Gucken wir mal, vielleicht schaffen wir es ja. Genau. Und wie gesagt, ja, die jetzt angreifen, pff, ja, da bin ich lieber in einer vorbereiteten Stellung. So, jetzt kommt der Tyrion. Hier in die Mitte. Und wer ist jetzt noch nicht sichtbar? Ja, vier Truppen sieht er nicht. Das ist jetzt nicht der Hammer. Aber es ist halt, wie gesagt, auch immer etwas schwer. So, wo ist denn ihr komischer Phönix? Oder ein Adler war das ja nur. Also wenn sie alleine kommt, was ist denn das hier für ein Wahnsinn? Dann muss ich sagen, sagen wir mal Hallo. Mit schnellen Truppen, die auch wieder wegkommen. Also ich könnte mir vorstellen, das ist eine Magierin oder so, dass die mir irgendeinen Zauberspruch reinbretzen möchte. Aber die läuft so ein bisschen, als hätte sie ihren Schuss wirklich nicht gehört. Schaut euch, und dann noch dieses arrogante Gehabe hier. Jetzt schaut mal, was hier auf sie zukommt. Ach so, er ist nur ein Fußheld. Nee, der ist einfach langsamer. Nee, dann bleib du mal da in Truppen. Irgendwelche langsamen Nachzügler brauchen wir ja nicht. Genau. Ja, es werden sie natürlich beschossen und der Vogel kommt. Okay, wir machen die Fliege. Die sind, glaube ich, so schnell. Okay, dann machen wir die Fliege. Tyrion? Ich verklick mich zu oft, Leute. Das ist dieses Reden und Befehle geben gleichzeitig. Das kann auch den größten Elfenkönig echt manchmal überfordern. Es ist wirklich fatal, was ich ihm teilweise leiste. Also nicht, dass ich jetzt gerade aktiv Angst hätte um den Tyrion. Ich gucke auch, ob ich ihn wegbekomme. Fehlt nicht mehr viel. Der hat sich so ein bisschen festgefahren. Komm her. Ja, komm, du schaffst es. Ja, komm, noch ein bisschen. Jetzt. Aber ist natürlich doof. Also, auch nicht drüber reden. Aber noch doofer ist es, wenn Bogenschützen der Elfenreiter nicht wissen, dass sie langsamer sind als meine. Das ist auch lustig von was. Hier, das ist ja, das ist total lustig. Hey! Ich bring jemanden mit. Ja, dann ziehen wir genau hier hin. Und was machen die denn jetzt? Ja, es ist so, wie es ist. Ach so, die werden angegriffen. Dann macht es natürlich Sinn, ja. Ich habe gerade gedacht, ich habe mich schon wieder verklickt. So.
Ja, das ist eher so ein bisschen Manövrierkrieg gerade. Die sind schon abgewehrt. Teilweise zumindest. So, dann kommt mal rein. Also es ist mir fast ein bisschen peinlich für die KI. Aber gucken wir mal. Bei mir klappt ja auch nicht alles. Vielleicht denkt sich die KI, oh Gott, den müssen wir schonen. Guckt mal, der Adler ist fast tot. Sehr schön. Da fliehen allerdings welche von mir. Ne, das sind die Feinde, die fliehen. Sehr gut. Nö, fällt mir alles gut. Dann gucken wir mal hier, dass wir eine gescheite Front aufbauen. Jetzt zeigen wir ihnen auch unsere Macht. Kein Grund, sich zu verstecken. Ihr seht es auch, die Helden werden gekennzeichnet. Die haben ja auch positive Effekte auf ihre Truppen im Umkreis. Hier scheint eine Speerträgereinheit abzugehen. Was steht denn hier so? Ach, die Seegarde ist das noch, die habe ich ja auch noch. Ja, also klar, mein Held steht da, aber der zieht sich jetzt zurück. Und dann wird eine weitere Reiterschwadron hier Probleme bekommen. So, dann. Wird es Zeit, mal wieder einen Riesenadler zu schrotten und die Seegarde zu rufen. So als kleine Überraschung. Aber sonst bin ich nach wie vor tiefenentspannt, passe jetzt die Frontlinie hier an und falle den wie üblich starken Löwen dann irgendwann in die Flanke. Das hier müsste alles funktionieren. Held gegen Held, Tyrion kommt dazu. Gucken wir mal ins Schlachtgetümmel rein, leisten wir uns diesen Luxus für einen Moment. Ja, da geht schon zur Sache. Das ist vielleicht jetzt nicht die allerbeste Idee, was da passiert, weil die Seegarde auch noch nicht da ist zur Unterstützung. Und die sollten sich eigentlich auch nicht einfach beschießen lassen, das ist dumm. So, und jetzt. Ich habe es tatsächlich geschafft, die falsche Taste abzumachen. Ich bin ja echt ein bisschen wahnsinnig. So, jetzt habe ich die richtige. Das war, ich habe die Funktionstaste entfernt, ja, die auch als Alt-Taste dient. Aber alles wird gut. Die haben sich gefangen, sehr schön. Ja, die Schlacht läuft schlechter, als ich dachte. Ich war als Elfenkönig und Strategiespieler schon konzentrierter. Und das zeigt sich daran, dass ich ständig mit der Tastatur hadere. Und auch nichts Vernünftiges mit meinen Truppen mache, das muss man echt mal sagen. Das ist Seegarde, aber ich greife es trotzdem an. Vor allem greife ich die hier an. Also ich gewinne das. Ich habe nur, also das merkt man ja auch im Sport oder so, wenn man nicht so ganz auf der Höhe ist und so Kontrollverlust ständig hat. Wenn ich es nicht sagen würde, wird es vielleicht nicht jedem von euch auffallen. Also was ich da mir geleistet habe, unglaublich. Ich bin gerade nicht sehr glücklich mit mir. Aber jetzt ist eine glückliche Fügung.
dass ich die sogar vielleicht noch freihauen kann. Aber so insgesamt habe ich mich schon vernünftiger angestellt. Also meine Rettung ist letzten Endes die Truppenüberlegenheit und dass ich das bessere Gelände besetze. Aber das kann mir nicht gefallen, was hier gerade so passiert. So, aber das Schicksal der Schlacht wendet sich. Ihr könnt jetzt hier angreifen und so langsam weiß ich wieder, was ich tue. Nee, halt, was? Ihr? Nee, wenn ihr keine Muni mehr habt, bleibt ihr natürlich weg. So langsam wäre es auch mal Zeit, Gegner zu verfolgen, aber noch tobt ja hier der ein oder andere Kampf. Mir tut vor allem weh, was ich mit meiner Reiterei angestellt habe. Das ist wirklich unfassbar. Naja, ist ja nur die sauteure Silberhelm-Kavallerie, die ich im Prinzip völlig ab drauf gehen lassen. Ich weiß auch nicht, wo die gerade ist. Hier, ah, wunderbar, mitten im Nahkampf. Das ist wirklich sehr unbefriedigend. Naja gut, die kosten viel. Aber das nur mal als, ja, das gewinnt sich alles von alleine und viel zu einfach. Wenn man versagt, ist es eben nicht so einfach. Gut, aber hadern wir nicht zu lange mit unserem begrenzt beeindruckenden Spiel hier. Vor allem, wir haben den Gegner noch nicht wirklich so komplett Verluste beigebracht. Und jetzt fehlt mir die Kavallerie, weil ich sie sinnlos verheizt habe. Ich kann euch noch nicht mal sagen, ob sie geflohen ist oder völlig abgeschlachtet wurde. Ich habe wirklich nicht den Überblick. Schaut euch an, was ich hier mache. Die bleiben stehen. Drei verfolgen den Falschen. Jetzt muss ich Verluste machen. Jetzt ist die Zeit, den nächsten Kampf für den Gegner schon aussichtslos zu machen. Stattdessen ziehe ich hier wirr in der Gegend rum. Hier laufen Leute rum, die laufen sogar... Oh, das sind das meine? Nee, das sind Feinde. Die laufen sogar, weil sie denken, naja, komm, also, das kann ja nicht sein, was der da macht. Die lasse ich die ganze Zeit jetzt hier fliehen, jetzt sind sie weg. Da hätte ich nur vormarschieren müssen. Naja. Ein bisschen Verluste kriegen sie noch. Die Dreckstastatur nervt mich, aber ich habe die Pause nicht genutzt, sie auszutauschen. Auch sehr schlau. Naja. Ihr seht heute einen grantigen Elfenkönig. Muss auch mal sein. So, jetzt gucken wir mal, ist der Held noch zu schnappen? Wundert euch nicht, dass ihr teilweise nach hinten wieder rennen. Obwohl die Flagge weiter vorne ist, dann ist halt irgendein Gegner, die haben vorne schon einen getötet, aber weil die versprengt sind, keine Kohäsion mehr haben, laufen sie halt wild in der Gegend rum. Das ist, was da quasi passiert. Also das ist jetzt kein Bug oder sowas. Aber wisst ihr, allein, jetzt kommt die Speerschleuder, ich fall vom Glauben ab. Allein, dass ich nicht, ach, es ist... Es ist wirklich ein Trauerspiel. Dass ich nicht die Gegner richtig verfolgt habe, dass die meine Einheiten hinten stehen. Aber ich, immerhin habe ich den Held wohl hier geschrottet. Ein kleiner Lichtblick. Also am Ende werden die doppelt so große Verluste haben wie ich. Alles, guckt hier, wenn ich es einfach mal jetzt noch jemanden schicken würde, irgendwann mal losschicken würde, dann könnte es sein, dass ich auch die noch erwische. Nicht wirklich schwer. So, und ich denke, wie viele sind das noch? 22. Die werden entkommen. Da habe ich gerade niemanden. Der macht noch ein bisschen Schaden. Ja. Machen wir mal schneller.
Aber immerhin, auf der Habenseite waren jetzt hoffentlich meine Verluste nicht so hoch, dass ich Elitors Hafen nicht mehr nehmen kann. Die haben ganz gut gemetzelt, die haben gut gemetzelt. Ja. Naja, es kann nicht immer super laufen. Aber also, das muss ich echt nochmal zusammenfassend sagen. Da ist mir, als es losging, ist mir die Kontrolle komplett entglitten. Und ich war halt zu stolz, um auf Pause zu drücken. Jetzt wisst ihr's. Ah, hier fliegen immer noch ein paar. Kriegen wir nicht mehr. Okay. Dann gucken wir uns das Unglück an. Nee. Ich hätte gedacht, die haben doppelt so viel Verlust. Da schaut er, wie schlecht ich gespielt habe. Das war wirklich... Und die Silberhelme, gerade frisch rekrutiert. Wenn ich Pech habe, überleben sie gar nicht. Ich werde die eh zusammenlegen. Also... Da hätte die Autoschlacht, hätte mir einen kleinen Sieg beschert. Das war wirklich richtig, richtig schlecht. Ist so. Versucht mal selbst auf dem Rücken eures Schlachtrosses auch noch zu kommentieren, was ihr macht. Manchmal geht es schief. Dreizehnte Folge. Unglückszahl. Ach Gott, nervt mich das. For Alaria, my queen. So, jetzt kommt hier der lebensmüde Knilch. Und was passiert hier? Sie ziehen ab! Endlich machen sie das, was ich prophezeit habe. Sie ziehen ab. Alles ist wieder gut. Na, hat sich's gelohnt, den Helden? Und jetzt kommen sie. Und auch nicht zu früh. Sie kommen, aber mittlerweile kann ich was gegen sie machen. Es fügt sich alles, sage ich euch. Wenn jetzt noch das Chaos mich nicht unangenehm überrascht, dann würde ich sagen, ist der zweite Elfenmonat auf einem guten Wege. Das ist eine spannende Situation. Noch mehr Rothörner, oder? Was sind das für welche? Das Schwert der Macht. Oh, ich müsste mal wieder verteilen. Das muss ich mir genauer angucken. Ja, wunderbar. Ich darf immer noch nichts anderes erforschen. Also, jetzt erstmal das hier checken. Das sieht oh, okay. Belagern die beide? Plündern die? Ich kapier's gerade nicht. Was machen die denn? Das Ritual dauert nur noch 3 Runden, dann verschwinden meines Wissens die Armeen sowieso. Aber der ist doch noch auf See, oder? Der macht gar nichts. Ha! Der macht gar nichts. Um das mal kurz zu testen, werde ich jetzt mal einen Angriff starten. Ich habe jetzt zur Sicherheit, falls dadurch irgendwelches Verklicken oder so was Dummes passiert, weil ich will ihn eigentlich drin stehen haben. Ach Gott, den kann ich sogar mit einer Autoschlacht kurz mal wegbrezeln. Schaut euch das an. Soll ich? Soll ich. So, und jetzt dieses Mal hole ich mir Geld, würde ich sagen. Das war eine Chaosarmee. Ich sag's ja. Ich hätte die Schlacht vielleicht führen sollen, oder? Also das läuft so traumhaft. Naja, gucken wir mal, was da oben passiert. Ich hätte gedacht, das ist vielleicht 50-50, wenn ich angreife. Aber nee, ich habe sie weggebrezelt, die armen Toren. Lord of the Phoenix Court. Und er, schaut mal, und er kann überhaupt nur dort angreifen. Nee, hier auch. Seht ihr das durch die Linie hier, die zweite, oder? Ja, seht ihr? Also das Rot ist quasi Grenze, wo er hin kann. Er kann hier überall hin. Das ist alles, müsst ihr euch wie einen ausgefüllten Kreis oder so, ja, vorstellen. Und da geht die Linie nach innen rein. Das heißt, dieser Wicht kann auch gleißender Turm belagern. Aber er muss erstmal belagern.
Das heißt, der Turm von Lysian ist sicher aktuell. Das heißt, wir holen uns jetzt noch Elistor Hafen. Das müsste jetzt eigentlich auch mit... For my queen. Ich habe keinen Nerv auf eine Belagerungsschlacht, sorry. So gehen. Take what you can. Okay, man kann das auch schnell spielen, wenn man möchte. So. Sapeur. Ich habe mehrere Siege in Belagerschlachten. Das ist sehr gut. Das macht quasi die Führerschaft plus 2 ist nichts anderes, als dass meine Einheiten in Wahrheit entsprechend bessere Einheiten sind, als sie sind vom Rang her. In einer Belagerungsschlacht. So, und jetzt sieht doch das gleich mal wieder viel, viel besser aus. Hier, vor dem mächtigen, wie heißt er eigentlich, Dorian, sind diese feigen Elfen einfach mal weggerannt. Aber warum? Weil passiert ist, was ich prophezeite. Elyrion, mein tapferer Verbündeter, macht da quasi meine Arbeit. Hier, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, habe ich mal kurz eben eine von zwei Chaos-Armeen weggebrezelt. Aber weil halt da der Alastar mit einer wirklich starken Garnison quasi kämpft im Umkreis. Das wird er auch hier machen. Darf ich die angreifen? Ich mache mal wieder Autosave. Das mache ich nicht, um zu betrügen, aber ich kenne das Spiel gut, aber nicht mehr so gut. Ja, das lassen wir mal. Seht ihr? Nein, 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 das lassen wir. Nein, nein, nein. Nix da. Das wäre dann auch eine Seeschlacht, vermute ich, darum. Genau. Rüst ich nach? Momentan bin ich nämlich nicht mehr belagert. Warum eigentlich nicht? Was fehlt mir? Könnten einfach ein bisschen Billigtruppen nachbauen, die ich auch guten Gewissens dann gleich wieder abrüste, wenn ich es nicht brauche. Wie viel Geld? Sehr viel Geld. Jetzt seht ihr hier, der Tyrion hat halt einen riesen Vorteil, bei dem kosten die Silberhelme nur die Hälfte im Unterhalt. Wisst ihr was, ich fange jetzt mal hier die Rekrutierung an. Allerdings, dann kann der sich nicht mehr bewegen, ist auch nicht gut. Nee, das mache ich da unten. Ich habe keinen Bock, da rundenlang stehen zu bleiben, bis die da, aber wenn ich sie habe, sind sie echt gut. Ja. Nee, dann. Was? Ich mache gerade eine Global. Ich bin völlig verwirrt. Also wirklich, es ist schlimm. Weil hier kosten sie nämlich nur eins. Schaut her. Silberhelme mit Schild ist so viel. Schild ist so viel sinnvoller. Und dann noch zwei Billigtruppen dazu. So machen wir das. Jetzt gefällt mir das. Warum kann ich jetzt gerade 5 Einheiten ausbilden? Das muss an seiner Fähigkeit liegen, oder? Ah, an dem Magier liegt das wahrscheinlich. Ja, ja, der schenkt mir weitere. Sehr gut. Prüfen wir diese Theorie mal. Nee. Ich verstehe es gerade nicht. Aber ich kann hier Lothar in Auftrag geben. Und das während einer Chaos-Invasion. Ich muss es aufpassen, dass ich nicht übermütig werde. Vor allem, weil diese Fritzen hier rumrennen. Aber sie alle können mich nicht sofort angreifen, denke ich mal. Obwohl, Minotaurus könnte sein, dass der quasi als Belagerungswaffe zählt, aber ich glaube nicht.
Weil ihr müsst quasi irgendwas haben, obwohl alle das Tor angreifen können. Ihr müsst was in der Armee haben, das euch ermöglicht, die Tore kaputt zu schießen. Wenn ihr das habt, dürft ihr gleich angreifen. Wenn nicht, müsst ihr ein paar Runden verschwenden, also mindestens eine, um Rammböcke und so Zeug zu bauen. Darum ist auch unheimlich wichtig, dass wir am Anfang schon dieses, und den dürfen wir auch nicht verlieren, diese Ballista haben. Ja, so schnell kann es gehen. Da bleibe ich jetzt natürlich stehen. Armeegröße passt. Ich möchte es nicht zu sehr, aber wenn die angreifen, der soll sich hier, oder? Wie weit kann der? Ne, okay. Ich rüste jetzt hier noch. Wartet mal. Ja, der kommt bis dahin. Der kann beide angreifen. Also dieser mistige Drecksstamm kann beide angreifen. Wenn ich Pech habe, macht das auch bei einem. Und wenn das passiert und er gleich angreifen darf, kann sein, dass was verloren geht. Darum rüste ich jetzt hier gesittet nach. Und jetzt kann auch sein, dass ich sie wieder wegwerfe, also nach Hause schicke zu ihren Elfenweibchen. Aber das ist gerade, und hier natürlich mehr als hier, weil, obwohl macht das Sinn, hier mehr als da, da habe ich die größere Garnison, ja. Genau, das dazu. Und jetzt darf ich den Tyrian steigern und mache jetzt endlich mal die Majestät von Ultuan, dass er endlich auch mal eine Fähigkeit hat, weil eigentlich haben die Helden noch immer so Fähigkeiten, Zaubersprüche und so weiter. Die habe ich mir jetzt lange aufgespart. Und ich muss jetzt auch mal die Waffen zuweisen. Der hat sich echt gemausert hier. Okay, ich habe Unsinn erzählt. Man kann beide Schutzmagie sich holen. Das scheint mir eine gute Idee zu sein. Für meine diplomatischen Anstrengungen, da gucke ich auch noch. Die schaffen es nicht. Also die gehen so unter, diese Überreste. Da müssen wir uns in nicht allzu später Zukunft auch mal drum kümmern. Der Elfenhof hat ja vorgegeben, nach Safari Tiranok anzugreifen. Dann erst Yvres, da werde ich mich dran halten. Aber unter Umständen ist Yvres dann irgendwann auch eingedost. Gut, das Geld gut aufgebraucht. Er bleibt stehen. Sie hofft, dass die Tiermenschen nicht kommen. Er hofft, dass die Tiermenschen nicht hoffen, nicht kommen. Er ist auch ein Er. Der ist sogar im Gewaltsegelmodus, aber er kommt nicht da hoch. Da habe ich keine Gefahr, nee. Nee, sieht alles gut aus. Soll ich mit ihm hier irgendwas machen? Nö, der bleibt da mal stehen. Mal ein bisschen Ruhe bewahren. Aber nicht vergessen, den weißen Löwen zu steigern. Ja, das ist gut. Und jetzt teilen wir mal Waffen. Ach, er auch noch, der Magier. Den haben wir jetzt noch gar nicht kämpfen sehen. Das klingt beeindruckend, aber was tut das? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ja, ein Zauberer soll schon mal Zauber lernen. Es ist übrigens so, dass es die Zauberer dann für jede Fraktion in verschiedenen Stilrichtungen gibt. Die haben dann ihre eigenen Zaubersprüche. Also wirklich alles sehr nah an einem Rollenspiel dran. Genau. Und jetzt endlich mal die Waffen. Gehen wir mal von gut nach schlecht bei den Helden. Tyrion. Das Gunnarskron. Da wird es nichts Besseres geben. Schwert des schnellen Todes wird es nichts Besseres geben.
Talisman des Schutzes wird es nichts Besseres geben. Sehr gut. Warte mal, hier habe ich vielleicht noch Reittier, könnte ich auch wieder hergeben, das ist ja dumm. Und verzaubertes Objekt ist auch gut. Okay. Uri die Tane, der ja tapfer mitkämpft immer, aber leider nicht so wichtig ist wie Alistar, der weiße Löwe. Der kriegt jetzt endlich mal eine gescheite Waffe. Was geben wir ihm denn? Boah. Das hab ja ich schon. Das ist eh das Einzige, was über ist. Machen wir so. Verzaubertes Objekt. Glut des Phönix. Wow. Ja, warum nicht? Dann wird er richtig mächtig. Ja. Reittier hat er noch keins. Weiß nicht, ob der jemals eins bekommt. Genau, und dann unten steht der Korian. Aber er ist stärker eingebunden in die Gesamtsituation als Sicariel. Dann machen wir jetzt den Sicariel. Ach, der hat auch schon was. Der hat ja schon einiges. Wunderbar. Der ist schon gut ausgestattet. Perfekt. Dann gucken wir, ob wir dem Korian noch was geben können. Ich glaube, eine Waffe ist noch, irgendwas ist noch über gewesen. Also immer wenn das so ein kleines Bildchen ist, ist es halt nicht mehr über. Handwaffe, alles verteilt, ich glaube, es ist alles verteilt. Verteilt, den Widerstandstrank kann er noch haben. Gut. Und dann noch die Diplomatie. Dann gucken wir mal. Wie gesagt, Avalon hätte ich ganz gerne so langsam mal in meinem Reich. Wollen sie aber nicht. Ist noch gar nicht möglich. Weil wir noch gar kein Bündnis mit ihnen haben. Kotik ist mir eigentlich zu weit entfernt, selbst wenn die wollten. Ja, die können so langsam. Safari, haha. Tyrannok, haha. Elyrion. What would you ask of the Asser? Konföderation beitreten. Dauert auch noch ein bisschen. Auch hier, da, das sind auch logische Kandidaten. Werde ich jetzt mal per Elfenhof-Intrige ein bisschen. Kann ich nicht. Schiete. Wie viel kostet 6? Aber bald. Ja, gerade sieht es nicht so golden aus. Und dann war es das auch schon wieder. Das verstehe ich nicht ganz, ehrlich gesagt, weil ich mache doch einen schönen Sieg nach dem anderen. Und so langsam könnten mal die Ersten mir ein Bündnis anbieten. Naja. Auf der anderen Seite, Elyrion macht schon, was es soll. Guck mal, da stehen sie auch. Die dosen wirklich die ein. Kann auch sein, dass sie halt jetzt schrittweise zu mächtig geworden sind, um gerade sich danach zu fühlen, mir quasi beizutreten. So, ah, den hätte ich fast vergessen. Ja, ohne Begleitschutz machen wir da natürlich nichts. Und der wird, keine Ahnung, der hat jetzt keine Stadt mehr. Der muss jetzt, glaube ich, sogar angreifen. Nur so viel Spaß und wir machen, oder kann ich noch irgendwas in der Diplomatie machen? Nach den wahnsinnigen Menschen mal gucken. Ich meine, euch habe ich extra eine Intrige geschickt. Vielleicht gehen sie ja drauf ein. Komm, 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 komm. Gott sei Dank. Ja. Und dann machen wir irgendwann Handel nächste Runde. Nein, sieht gut aus. Weiter geht's. Okay, meine Vermutung stimmt. Wie gut, dass wir den Tyrion frei haben. Wie gut, dass ich alles eine Runde beschleunigt habe da unten. Und ich kann jetzt hier eh nur eine Sache machen. Boah! Handelseinkommen minus 50%. Aber es ist das Einzige, was ich machen kann, weil mir der Einfluss fehlt. Und ich habe dadurch wieder Einfluss. Was soll's? Und
Narkotik wurde ausgelöscht. Also es waren die im Nordosten. Und was passiert hier? Die sind jetzt an Land. Darf ich das mal kurz? Wie gesagt, nur mit Sicherheitsdings. Ja, ja, der hat mich belagert, bevor ich quasi hier meine Truppen bauen konnte. Das bedeutet das. Aber jetzt ist er anders als eine Runde vorher, als er auf dem Meer stand. Jetzt ist er quasi in Reichweite meiner Garnison und darum werde ich ihn zerbrezeln. Und damit haben wir, glaube ich, die Chaosbrut beseitigt. Ich hatte schon Partien, also genau genommen eine Partie, da hat das Chaos anders zugeschlagen. We demand freedom. They must die for order. Gold haben wir eigentlich ganz gut. Nehmen wir die Einheitenerfahrung. Feind im Kampf getötet und einen neuen Talisman erhalten. Und die Fraktion ist vernichtet. Das ist die Sicherheit, die ich brauchte. Damit, wenn es nicht durch eine Interventionsarmee in den letzten zwei Runden aufploppt und ganz Schlimmes macht, haben wir das erste Ritual für uns entschieden, Leute. Das stimmt mich sehr froh. Also überhaupt sind wir gerade die Überflieger. Es wird sich jeder, der gegen die Schwierigkeitserhöhung gestimmt hat, natürlich sagen, warum habe ich das nur getan? Jetzt schaut mal hier, auch hier. Ein Held hat eigentlich keine Chance, aber ich kämpfe nicht allein. Ich habe ja dann die Garnison und darum... Keine Angst, wir führen auch wieder Kämpfe. Ist aber gerade einfach zu schön. Ah, Chaos habt ihr natürlich noch gar nicht gesehen. Ah ja, das wäre rein aus Anschauung vielleicht. Naja, es war nur das erste von 5 Ritualen. They may go. The Cadi honor me. Ja. Und eine Rüstung erhalten. Und Safari ist vernichtet. Und ich meine, wir haben im Prinzip jetzt das erste Nahziel erreicht. Safari ist weg. Wir haben das zweite Nahziel erreicht. Nämlich das Chaos besiegt hier den ersten Ansturm. Insoweit gibt es für mich in dieser Folge nichts mehr zu tun. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe sehr, dass ich in der nächsten Folge mich besser anstellen werde in Sachen selbstgeführtem Kampf, weil das war wirklich peinlich.